Donald Trump war am Mittwoch im US-Bundesstaat Pennsylvania unterwegs, um Wahlkampf zu machen. Ein weiteres TV-Duell mit der demokratischen Vizepräsidentin Kamala Harris vor der US-Präsidentschaftswahl wird es aber wohl nicht geben. Es wird keine Rückrunde geben, schrieb Trump am Mittwoch auf seiner Social-Media-Plattform Truth Social. Er begründete seine Absage damit, dass es für eine weitere Debatte im Wahlprozess nun zu spät sei. Nur wenige Stunden zuvor hatte der Fernsehsender Fox News die beiden Präsidentschaftskandidaten zu einem möglichen zweiten Schlagabtausch am 24. oder 27. Oktober eingeladen. Statt bei einem TV-Duell will sich Trump offenbar bei seinen Wahlkampfveranstaltungen an Harris abarbeiten. Sie ist schlecht, sie weiß nicht einmal, wo zum Teufel sie ist. Sie stellt ihre Fragen, sie ist wie im Vakuum. Also ich will nicht nett sein, weißt du, jemand hat gesagt, du sollst netter sein. Die Frauen werden es nicht mögen. Ich sage, das ist mir egal. Heute kam ein Typ zu mir, er sagte, sie sollten wirklich netter sein, die Frauen werden es nicht mögen. Ich aber denke, die Frauen wollen Sicherheit und die Frauen wollen ein Land, auf das sie stolz sein können. Trumps TV-Duell-Absage kommt zu einem Zeitpunkt, an dem die Umfragen ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen den beiden Kandidaten zeigen. Fox News erklärte in einer Stellungnahme, ein erneutes Aufeinandertreffen wäre eine Gelegenheit für jeden Kandidaten, seine abschließenden Argumente zu präsentieren. In der ersten Auseinandersetzung hatte Harris Trump mit einer Reihe von Angriffen auf seine Eignung für das Amt, seine Haltung zum Abtreibungsrecht und seine zahlreichen juristischen Probleme in die Defensive gedrängt.